Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Einsteiger-Tutorial-Serie zu Blood Bowl 2. Nachdem ich nun für jedes Team ein eigenes Tutorial erstellt habe, was ihr auf meinem Kanal und unter anderem auch in dieser Videobeschreibung verlinkt seht, habe ich mir gedacht, ich mache es Einsteigern noch ein wenig einfacher und werde zu spezifischen Themen nun eine eigene Folge bzw. eine ganze Serie von kleinen Tutorial-Videos machen. Für alle diejenigen von euch, die meine Tutorial-Serie bei Writing Bull verfolgt haben, wird vielleicht nicht jedes Video immer etwas Neues bereit haben. Aber zweimal hören schadet nicht, wenn ihr möchtet, oder aber ihr schaltet dann einfach zu der Folge ein, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt. Ich werde des Weiteren alte Folgen in diese Playlist mit einbringen und neue Thumbnails für sie versehen, also wundert euch nicht. Diese habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, aber so ist einfach ein bisschen mehr Struktur hier auf dem Kanal vorhanden. Starten wir aber nun ins Video. Willkommen zum dritten und letzten Teil des Starspieler-Tutorials zu Blood Bowl 2 und hiermit zu den Teams der Legendary Edition. Als erstes Team der Legendary nehmen wir uns nun die Starspieler der Amazonen vor. So, bei den Amazonen steht natürlich Sarah the Slayer zur Verfügung. Sarah ist eine Amazonenblitzerin mit einem Stärkemehr. Dazu natürlich Block Dodge wie alle Amazonenblitzer. Bei ihr kommt dann noch Dauntless hinzu, was bei Stärke 4 in den meisten Fällen ziemlich sinnlos ist. Jump Up hingegen ist wiederum ganz interessant. Und dazu kommt Step und die Flöcke, das heißt gegen Untote, gibt es hier nochmal einen zusätzlichen Bonus beim Erstechen. Sie kostet 270.000 und ist eine ziemlich gute Ergänzung für das Amazonenteam. Morg & Torg würde ein Big Guy dem Team hinzufügen, vielleicht aus dem Grund gar nicht so schlecht, um der Fels in der Brandung zu sein. Ja, Willow ist selber eine Stärke 4 Dryade, aber Stärke 4 Dauntless habe ich gerade schon gesagt, Sidestep ist nicht wirklich gut, 150.000, ich weiß nicht, das lässt sich besser investieren. Roxana wiederum, die Hexe, hat Eingeschicklichkeit mehr, dazu lieb. Sie ist auf jeden Fall eine Surfbedrohung und mit Bewegungsweite 8 für 250.000 mit Sicherheit eine gute Alternative im Amazonenteam. Sie gibt dem Team halt das, was die anderen Spieler nicht haben, nämlich Bewegungsweite und hohe Geschicklichkeit. Dann haben wir einen weiblichen Oger. Ja, das Bild sagt leider was anderes, aber Bertha ist definitiv eine weibliche Ogerin und auch sie möchte für das Team spielen. Bertha selber hat Stärke 5, Dodge, Break Tackle. Das ist quasi ein Cagebrecher. Allerdings, sie hat weder Wrestle noch Block. Das ist wiederum etwas schlechter. Trotzdem, einfach mal, um mit ihr zu blitzen, kann man das durchaus mal probieren. Ansonsten hat sie den Skill Mitspieler werfen. Ja. Des Weiteren haben wir hier Helmut. Helmut ist die Kettensäge im Team mit Stan Firmen und damit gibt es keinen Spieler, den Bertha oder Morg & Torg werfen kann. Von dem her, das ist völlig wurscht. Reggie sagt immer, Halblinge sind keine wirkliche Rasse, aber in Blood Bowl sind sie ein Team und hier nun ihre Starspieler. Zu den Halblingen habe ich mich ja bereits auch im Tutorial ausgelassen, aber hier nochmal eben zusammengefasst. Die Brute selber ist ein Stärke 7 Baum, der nicht festwurzeln kann. Das heißt, wir haben hier einen Stärke 7 Blockbaum sogar, der mit Mighty Blow Stand Firm, das hat er sowieso schon dabei, Strong Arm, einfach ein ziemlich zuverlässiger Spieler ist. Mit Stärke 7 hat er auch meistens einen Dreiwürfelblock und dafür nur 300.000 kostet, ziemlich gut. Besser auf jeden Fall als Morg & Torg. Ihn würde ich im Halbling-Team eigentlich so gut wie nie nehmen, außer man hat einfach viel zu viel Geld zur Verfügung. Sarah the Slayer ist gut gegen geringer gerüstete Teams, sprich Rüstung 7, da kann sie durchaus Sinn machen, aber man möchte dann meistens mit ihr sogar blitzen, denn Stärke 4, Block Dodge macht auf jeden Fall Sinn und vielleicht kann man ja irgendwann auch mal Step nutzen. 270.000. Des Weiteren haben wir hier Tonne oder Bacon, Bacon Breath, so heißt er ja. Ja, er ist der Star-Halbling im Team, hat bereits Block Dodge, Nerves of Steel, Stärke 3, Agi 3, das heißt, er kann schon mal neben dem
Spieler positioniert werden, der ihn werfen soll, den Baum, wie auch immer, kann, obwohl er in einer Tackle-Zone vielleicht drin steht, trotzdem auf die 3 plus den Ball entgegennehmen und dann geworfen werden. Oder halt einfach irgendwo als Passempfänger dienen. Willowdry, die Dryade, würde ich im Halbling-Team nie nehmen. Bertha ist vielleicht mal eine gute Alternative. 290.000 ist nicht so viel Geld. Allerdings, wenn Deeproot halt nur 10.000 mehr kostet, ja, das macht schon Sinn. Aber hier, falls es mal mobil sein soll, Bewegungsweite 6, Dodge, Break Tackle, das ist schon ziemlich stark. Die Slann oder auch Kislev Circus in Blood Bowl 2 haben Starspieler. Allerdings bei den Starspielern macht es irgendwie nicht so richtig Sinn, dass das Team Kislev heißt, wenn man die Starspieler bei den Slann lässt. Also schaut euch hier nun die Starspieler der Slann an. So, bei den Kislev, wer steht da als Starspieler zur Verfügung? Und das finde ich ein bisschen inkonsequent, ich habe es ja bereits bei den Echsenmenschen gesagt. Die Kislev sind ja eigentlich die Slann und jetzt könnte man ja meinen, dass sie irgendwie aus den Slann-Starspielern auch Kislev gemacht haben. Dem ist aber nicht so. Aber wir fangen natürlich wieder hier mit Morkentalk an, auch er steht im Kislev-Team zur Verfügung mit Stärke 6 und Block Mighty Blow, Bewegung 6, Agi 3 für 430.000, ziemlich teuer, aber ich glaube nicht, dadurch, dass die Kislev selber so teuer sind, dass man mal jemals so viel Inducements zur Verfügung hat. Das hier kann schon er sein und er gibt dem Kislev-Team mit Sicherheit auch eine gute Varianz. Kettensägen sind immer nett und Helmut spielt auch für die Kislev. Dann haben wir hier Schierling, ihn kennen wir bereits aus dem Echsen-Team. Er ist der Starskink mit Block, Dodge, Sidestep, Jump Up und Step, Bewegung 8. Warum nicht? Also 170.000, da macht man nichts verkehrt. Dann haben wir hier den ersten Slann im Team, Bottol ist sein Name. Er ist der Blitzer der Kislev in Starspielerform und er hat mit Bewegung 8 eine Bewegung mehr als der normale Blitzer und dazu noch Manndeckung, Passblock und Catch. Warum nicht? Mit Very Long Legs machen Interceptions Sinn, also von dem her, so schlecht ist das gar nicht. Shadowing und Diving Tackle machen natürlich auch Sinn. So, jetzt haben wir hier Quessal. Quessal ist der Catcher unter den Slann. Auch er hat eine Bewegung mehr als der normale Spieler. Und hier kommt nochmal Nerves of Steel dazu, Anstoßrückgabe und Fend. Dazu Catch. Ja, gut, wenn man nochmal einen Ballempfänger braucht, ich finde 250.000 ist einfach zu teuer. Aber hier natürlich, die 250.000 will man für Sleepy ausgeben. Auch bei den Kislev macht dieser Spieler hier durchaus Sinn. Nämlich Stärke 4, Block, Guard, Bewegungsweite 7, Grab und Standfirm. Wer will ihn nicht im Team? Goblins und Ratten in einem Team. Hier nun das Team der Underworld und ihre Starspieler. Das Underworld-Team besteht ja aus Goblins und Skaven, die miteinander spielen. Und in dem Fall sind natürlich auch unsere Starspieler, vor allem Goblins und Skaven. Mit Ausnahme von natürlich Morkentalk, er überlegt sich auch für das Underworld-Team antreten zu wollen. Des Weiteren haben wir Bomber Tiefschnauz, er ist der Bombardier unter den Goblins. Er hat Geschicklichkeit 3 und Accurate, das heißt er wirft etwas besser und er hat auch den Skill Right Stuff, also lebensmüde, und er kann geworfen werden. Ganz witzig, wenn man einen Bomber durch die Gegend wirft, aber ganz klar, es kann nicht die Bombe und der Spieler im gleichen Zug geworfen werden. Des Weiteren haben wir hier Fetz, der Fnatic. Auch er hat Lust im Underworld-Team mitzumachen. Bewegungsweite 4 macht ihn da ziemlich stark und ich glaube auch insgesamt ist der Fnatic im Underworld-Team nicht so schlecht aufgehoben. Es gibt dem Team etwas mehr Stärke. Dann haben wir hier Nobler, er ist die Kettensäge im Team und diese Kettensäge hat Block Dodge und damit steht er etwas länger. 130.000. Dann haben wir Skitter. Ich habe mich bei den Skaven ja schon aufgeregt, dass er Schnitzel heißt auf Deutsch, aber bitte. Ja, er ist ein super Spieler gegen andere schnelle Teams. Wenn er erstmal an einem Gegner dran ist, wird er so schnell nicht wieder weggeblockt werden können und kann fleißig, wenn er nicht wegkommt, also der Gegner mit Durchmanndeckung, im nächsten Zug einfach mal eben seinen Dolch rausholen. Danach haben wir den Stormwürmen im Team, der als Starspieler dient und da haben wir hier
mit Block und Claw sowie Juggernaut einen Stärke 4 Blitzer, der durchaus verlässlich ist. Er hier gibt dem Team natürlich auch nochmal zusätzliche Bewegungskraft für die Skaven. Also das ist vielleicht auch nicht schlecht, da das Underworld-Team keine Gutter-Runner hat, könnte er auch dafür genutzt werden. Und dann sind 160.000 gar nicht mehr so viel. Als nächstes schauen wir uns nun das Team der Ogre und ihre Starspieler an. Die Starspieler der Ogre, wer darf da nicht fehlen? Natürlich, Mork & Tork, ja, hier haben wir ihn wieder. Und im Ogre-Team, wenn man mal das Geld zusammen hat, ist er vielleicht gar nicht so schlecht aufgehoben. Nochmal als weiterer Ogre. Überleg mal, 7 Ogre auf dem Platz. Richtig cool. Aber ich glaube, bei dem Teamwert wird man dann eher Mork & Tork nicht mehr nehmen können. Dann haben wir hier den Bomber, der auch bereits, der steht auch im Goblin- und im Underworld-Team zur Verfügung, so natürlich auch bei den Ogern. Und er kostet 60.000, kann mit Accurate die Bälle etwas besser werfen und ebenfalls geworfen werden. Dann haben wir hier den Fnatic im Team. Ihn habe ich ja bereits im Goblin-Tutorial vorgestellt. Er ist der Fnatic mit Sprint und Surefeed dazu und den Skill Lebensmüde. Das heißt, er kann geworfen werden und dient damit weiterhin als zusätzliche Bedrohung im Ogre-Team. Also im Ogre-Team gar nicht so schlecht, weil er hat Stärke 2 und damit einen mehr als ein normaler Gnobbler und kann damit halt auch als verlässlicher Ballträger dienen. Also er macht im Ogre-Team vielleicht schon einen Unterschied für 150.000. Des Weiteren haben wir die Star-Kettensäge mit Block-Dodge dabei, Nobbler sein Name. Dann haben wir Bertha und Bertha ist ein weiblicher Ogre, der mitspielen möchte. Sie haben wir ja schon bei den Halblingen mal kurz kennengelernt. Mit Sicherheit ein mobiler Ogre durch Break Tackle, Dodge und Bewegung 6 mit Stärke 5 gepaart, ist sie diejenige, die nochmal ein bisschen Bewegung reingibt. 290.000 sind aber auch kein Zuckerschlecken. Und als letztes, oder last but not least, wir haben hier wieder unsere beiden Starspieler zum Preis für 290.000. Jetzt schaut mal, Bertha kostet zu viel und Brickfahrt mit Gorotti kostet auch schon fast zu viel. Deswegen, er ist natürlich hier nicht ganz so mobil. Dafür mit seinem kongenialen Partner macht das schon Sinn, die beiden sich reinzuholen, wenn man mal ein bisschen mehr Stärke auf dem Feld haben will. Und wir sehen hier, Grotti hat auch Agilität 4. Das heißt, er hat mit Sicherheit die sichere Ballaufnahme schon mal gebucht. Starspieler mit Biss, die Vampire. Natürlich steht Count Luther von Drakenburg auch den Vampiren zur Verfügung. Er ist ja schließlich ein Vampir und hat dafür eine Stärke mehr, natürlich Hypnotic Gaze wie andere Vampire auch. Block und Sidestep ist ziemlich gut auf ihm. Er hat den Negatrade Bloodlust nicht und daher für 390.000 absolut sein Geld wert. Als nächstes haben wir Mork & Tork im Team, natürlich aber ganz ehrlich, er ist so viel besser als Mork & Tork, deswegen da würde ich eher auf den eingehen. Und dass man sich beide leisten kann, das glaube ich eher nicht. Des Weiteren haben wir Orlaus oder Erlys. Er ist ein Ghoul im Team und das gibt den Vampiren mehr Bewegung. Also ich finde ihn gar nicht so schlecht im Vampir-Team. Mit Fangen ist er auch gar nicht so schlecht, um vielleicht wirklich die Touchdown-Bedrohung zu sein. 180.000, warum nicht? Willem Chaney, auch er ist im Vampir-Team richtig gut. Und zwar mit Frenzy, Claw, Wrestle, Bewegung 8 und Stärke 4 gibt er dem Team richtig, richtig Bewegung. Also 240.000 für Willem Chaney eigentlich auch nie schlecht investiert. Dann haben wir eine Kettensäge für 110.000. Auch ziemlich gut. Helmut heißt er und der kann beim Faulen richtig zuhauen. Und wir haben auch noch einen Starthrall mit Namen Igor. Ja, was macht Igor? Igor ist dafür da, um den Vampiren als Blutbag zu dienen. Er hat die gleiche Statline mit einem Rüstung mehr als ein Vampir. Das bedeutet, da ist er etwas robuster und er hat hier auch noch den Skill robust. Das heißt, er geht weniger K.O. Unerschrocken auf ihm ist, ja, okay, kann man haben, aber kein Muss. Dafür hat er Regeneration und das bedeutet, dass er häufiger zur Verfügung steht.
Ein Elfenteam fehlt noch. Hier nun die Starspieler der Pro-Elfen. Bei den Pro-Elfen spielt gefühlt aus jedem Starspieler-Team ein anderer mit. Also fangen wir mal mit Eldril an. Ihn kennen wir ja bereits von anderen Elfenteams. Seine Stärke ist definitiv das Passabfangen und der hypnotische Blick, mit denen er gegnerische Cages angreifen kann und so den anderen Spielern ein bisschen mehr Unterstützung zu geben. Dann haben wir den Star Wardancer im Team, der Lust hat mitzuspielen, auch bei diesem Team. Er hat AG5 und damit nur eine 2+ beim Leap, allerdings der Loner machen die Rerolls da eher weniger gut, aber er könnte eine gute Ergänzung im Pro-Elfen-Team sein. Morg & Torg, ich kann mir kaum vorstellen, dass man so viel Geld hat, aber das wäre dann der Big Guy im Pro-Elfen-Team. Des Weiteren haben wir Dolpher Longstrike. Er ist eigentlich ein guter Passverteiler und Interceptor, deswegen da liegen auch seine Stärken, sowohl bei den Anstoßereignissen in der Offensive als auch in der Defensive. 150.000, nicht schlecht, aber er hat auch keinen Skill, um sich selber zu beschützen und dafür halt auch nur Rüstung 7. Von den Dunkelelfen daher kommt Hybris Rakkard. Er ist ein ziemlich starker Blitzer, also hat Bewegung 7, Stärke 4, Agilität 4 und Rüstung 8, damit ziemlich gut. Schaut mal, Block, Mighty Blow, Strip Ball, Jump Up, der ist einfach der Killer unter den Elfen, 260.000. Und als nächstes haben wir Prinz Moranion. Er hat die gleiche Statline wie Hybris, hat dafür nochmal Tackle und gegebenenfalls Dauntless, was nicht so wichtig ist. Wrestle könnte aber wichtig sein. Wrestle Tackle, er ist ein guter Sacker und damit hängt es jetzt auch zusammen. Also ihr seht, der Preis der beiden liegt 30.000 auseinander, die Statline ist ungefähr die gleiche. Braucht ihr einfach ein bisschen mehr Durchschlagskraft, dann nehmt ihr Hybris, braucht ihr einen Sacker, dann nehmt ihr Moranion. Und wenn wir hier ganz vorne hingehen, sehen wir, die beiden hier haben keine Stärke 4 und kosten trotzdem ungefähr das gleiche. Deswegen, ich würde eher auf die hinteren beiden tendieren, wenn man schon mal so viel Geld zur Verfügung hat. Last but not least, die Goblins und ihre Starspieler. Bei den Goblins habe ich die Starspieler ja bereits im Tutorial vorgestellt, aber hier nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben Ripper, den Stärke 6 Troll mit Grab. Durchaus ein guter, starker Spieler, 270.000 kostet er. Dann haben wir den Star Fanatic, der auch geworfen werden kann mit Bewegung 2. 7, dazu noch Sprint und Sure Feet. Warum nicht? Bei ihm ist nur die Schwierigkeit die 4+ Landung, dass die auch klappt, wenn er geworfen wird. Morg & Torg, ja, auch er kann Spieler durch die Gegend werfen, aber 430.000 ist schon eine Stange Geld. Des Weiteren haben wir hier Bomber Tiefschnauz, er ist ja, ein guter Abwehrspieler, der Star Bombardier, und er hat dazu nochmal Geschicklichkeit 3 mit Accurate, das heißt, bei ihm fliegen die Bomben halt auch wirklich mal durch die Gegend. Und er hat Lebensmüde und kann geworfen werden. Witzige Sache, 60.000. Stellt euch vor, der Troll wirft die Bombe und dann steht der Bombardier plötzlich ganz woanders. Naja, warum nicht? Beziehungsweise, es kann ja nicht im gleichen Zug erfolgen, ne? Man kann ja nur einmal werfen. So, hier haben wir jetzt den Star Fanatic im Team. Er hat schon Mighty Blow. Das ist ziemlich cool bei Stärke 7. Und das eigentlich Interessante, er hat Bewegungsweite 4. Das heißt, er darf noch einmal mehr draufhauen. Dann haben wir Nobbler. Nobbler ist die Star-Kettensäge im Goblin-Team. Und mit Block Dodge wird er weniger schwer zu Boden gehauen. Und damit steigt halt die Bedrohung auf dem Feld, denn er bleibt mit höherer Wahrscheinlichkeit stehen als eure Standardkettensäge im Team. So, dies war nun Teil 3 zu den Starspielern. Wer die ersten beiden Teile noch nicht gesehen hat und sich für Starspieler des Basisspiels interessiert, ihr findet sie natürlich hier in der Playlist. Wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Jagul